So, dann herzlich willkommen zur ersten Sendung des neuen Jahres 2016. Ich hoffe, jeder hat ein schönes Silvester gehabt und ist gut ins neue Jahr hineingerutscht. Und ja, ich habe mich auch die letzten Tage, naja, nicht zur Ruhe gesetzt, aber ein bisschen die Börse Börse sein lassen und habe mich dann jetzt heute dazu entschlossen, das erste Video zu drehen. Und eigentlich ist es im DAX relativ einfach, gleich zu Jahresbeginn. Schauen wir mal drauf. Also die letzten Tage konnte ja hier der DAX über diese Trendlinie ausbrechen und hätte theoretisch bis 11.000 ansteigen können. Sollen in dem Falle war halt hier dieser Widerstand im Weg. Dort ist er im Wochenchart exakt abgeprallt. Also hier waren eben beide Varianten möglich. Ich habe mich aus dem DAX dann herausgehalten. Ja. So, dann schauen wir eben kurz, was eben noch der Future, der hat noch nach 14 Uhr eben gehandelt. Der normale DAX ist eben bei 10.743 aus dem Jahr 2015 rausgegangen. Exakt an der Oberkante des Rainbows im 4-Stunden-Chart. Aber jetzt schauen wir erstmal den Future an. Und hier ist es eben jetzt wichtig, der DAX schloss hier an der Unterseite des Rainbows direkt an der 200-Tage-Linie auch. Und an der 10.700er-Marke hat also hier das Gap komplett geschlossen. Deswegen relativ einfach. Kann jetzt hier sich der DAX bis 9 Uhr etwa, weil hier ist ja Future, also um 8 Uhr kann er auch weiter unterhandeln, aber sollte er jetzt eben um 9 Uhr etwa bis 10 Uhr sich an der Marke halten, dann sehe ich eigentlich oder dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir einen Rebound sehen werden. Denn hier eben auch auf Xetra jetzt gibt es eben auf 4-Stunden-Basis eine wichtige Unterstützung bei 10.680 rum. Und im Tageschart gibt es eben noch bei 10.660 eins. Und das Gap liegt hier bei 10.650. Ganz nachbörslich, jetzt auch nicht die Future-Kurse, sondern weil er Amerika noch auch am 31. gehandelt hat und dort eben fallende Kurse zustande kamen, stehen wir hier bei manchen CFD-Anbietern sogar ja, hier bei 10.610, 20 Punkten, etwa hier unten. Aber für mich ist es jetzt hier erstmal entscheidend, ja, kann sich der DAX bei 10.000, ja, 10, rund 10.650 halten, also einfach nur das Gap um 9 Uhr schließen und dann bullische Anzeichen haben, dann sollte dann hier dieses Gap, welches dann wahrscheinlich entstanden ist, schließen. Das ist erstmal der erste Trade, den ich jetzt hier fürs Jahr 2016 vorschlagen werde. Und eben wie gesagt, ich werde auch jetzt versuchen im neuen Jahr kurz nach der Future-Eröffnung den Xetra-Handel dann einzuschätzen und eben auch dort wie schon letztes Jahr, wenn sich wirklich was Schönes ergibt, eben dieses auch im Stream mit einem Setup dann begleiten. Also kurzum, DAX wird ja, hier unten sehe ich gerade, haben wir natürlich noch ein anderes Gap, aber hier ist es eben das erste Gap liegt eben hier im Tageschart an der Rainbow-Unterkante, eben bei 10.650. Also hier würden wir öffnen, kommt es hier eben zu keinem neuen Verkaufsdruck, kann man ein Long Investment eingehen. So, das war eben kurz und schmerzlos die erste Einschätzung für den DAX. Und ja, wir sehen, hören uns vielleicht noch in einem anderen Video, beziehungsweise dann an einem Montagmorgen.
Danke fürs Zuhören und bis bald.